Der Bahnhof Montabaur war einst das Zentrum in einem Nebenbahnnetz und sah auch dementsprechend aus. Von diesem alten Bahnhof ist heute nichts mehr geblieben. Die Schnellfahrstrecke Köln-Frankfurt wurde hier hindurchgelegt und der Bahnhof auf dem alten Bahngelände und angrenzenden Geländen völlig neu errichtet. Die Schnellfahrstrecke ist in Montabaur nicht nur Durchfahrtsstation. Hier halten auch Züge, genau wie im benachbarten Limburg. Dies war wohl Bedingung des Landes Rheinland-Pfalz, dass in Montabaur ein Halt wäre, und des Landes Hessen, dass in Limburg ein Halt wäre, um den Bau der Strecke voranzutreiben. Hier im Bild ist die Situation in Montabaur zu sehen. Die ICE müssen für ihren Halt von der Schnellstrecke herunter an die Seitenbahnsteige. Denn die Strecke mit ihren 300 Stundenkilometer Spitzengeschwindigkeit darf natürlich nicht an den Bahnsteigen liegen. Rechts der Zug nach Köln, links der Zug nach Montabaur und im Hintergrund ein wenig zu sehen die kleine Bahnhofshalle. Ist die zeitliche Distanz zwischen Frankfurt und Köln durch die Eröffnung der Neubaustrecke im Jahre 2000 auf nunmehr nur noch 61 bzw. 64 Minuten geschrumpft? So ergibt sich auch für die Bevölkerung des Westerwaldes ein deutlicher Fahrzeitvorteil. So kann der Zug, der hier gerade in Richtung Frankfurt ausgefahren ist, diese Metropole innerhalb von 45 Minuten erreichen. Etwas näher zeitlich gesehen und auch von der Distanz her liegt der Bahnhof in Köln. In nur 35 Minuten kann der ICE, der hier gerade den Bahnhof Montabaur verlässt, in der Domstadt sein.